Professor Bernd Kainer aus dem Institut für Toxikologie, also für Giftforschung, kann man sagen. Und jetzt fragt man sich natürlich, was hat Giftforschung an einer medizinischen Fakultät zu tun? Ganz viel, weil natürlich nicht nur Vergiftungen zu Krankheiten führen, sondern weil wir natürlich auch, wenn wir neue Medikamente entwickeln, darauf achten müssen, dass diese möglichst wenig giftig sind. Die Nebenwirkungen sind ein großes Problem. Nun, Professor Kainer beschäftigt sich mit DNA-Schäden und ihrer Reparatur. Toxische Substanzen können natürlich ganz viele verschiedene Schäden machen, einschließlich Schäden in unserem Erbgut. Und dass wir nicht permanent jeden Tag an diesen DNA-Schäden, die ja millionenfach passieren, krank werden, hat die Evolution, hat die Natur Mechanismen entwickelt, um solche DNA-Schäden wieder zu beheben und rückgängig zu machen. Und das ist ein ganz kompetitives, interessantes Gebiet, das weltweit sehr intensiv beforscht wird. Sie werden sich wahrscheinlich daran erinnern, dass im vergangenen Jahr der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin zu einem Teil an Forscher gegangen ist, die über DNA-Reparatur geforscht haben. Das zeigt Ihnen die Relevanz, die international in der Forschergemeinde diesem Thema zugedacht wird. Nun, Professor Kainer beschäftigt sich seit ganz vielen Jahren mit diesem Thema. Ich möchte kurz zu seinem Lebenslauf etwas erwähnen. Er hat 1976 im Fach Genetik an der Martin-Luther-Universität in Halle promoviert. Danach hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Genetik und Kulturpflanzenforschung in Gatersleben in der DDR geforscht. Seine Studien zur Gentoxizität von Alkylantien setzte er dann später, seit 1984, am Institut für molekulare Biologie in Leiden in den Niederlanden fort und ist dann an das Deutsche Krebsforschungszentrum nach Heidelberg gegangen und hat dann anschließend später als Heisenberg-Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft am Institut für Genetik und Toxikologie von Spaltstoffen in Karlsruhe gearbeitet. 1993 wurde er dann auf eine C3-Professur für molekulare und angewandte Toxikologie am Institut für Toxikologie hier in Mainz berufen und seit 2004 hat er dann als C4-Professor auch hier den Lehrstuhl übernommen. Ich bin mir sehr sicher, dass wir einen sehr interessanten Vortrag hören werden, der ein wenig die gesamte Zeit seines Forscherlebens zusammenfasst. Er wird uns einen Vortrag geben mit dem Titel, Sie sehen das hier geschrieben, Die Geschichte einer Entdeckung, ein DNA-Reparaturenzym auf dem Weg in die Klinik. Das ist natürlich das hohe Ziel, das wir alle haben, gerne verwirklicht sehen, dass das, was wir erforschen, dann tatsächlich auch den Weg in die Klinik findet. Und ich bin sehr gespannt auf den interessanten Vortrag von Professor Kainer. Bitte schön. Dankeschön, Thomas, für die Einführung, lieber Junginger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn heute ein Doktorand seine Doktorarbeit macht auf einem bestimmten Gebiet, dann schließt sich die Postdoc-Zeit an. In der Regel sucht er sich dann ein Labor nach USA und geht nach England, irgendwo ins Ausland und beginnt etwas Neues als Postdoc. Dann ist die Postdoc-Zeit zu Ende, die Stellen laufen aus, muss er sich wieder etwas Neues suchen. Und in der Regel tut er das, was der Arbeitgeber tut, sprich sein Boss tut. Häufig wechselt er dann sein Fachgebiet. Ich kann sagen, ich hatte das Glück, das Fachgebiet nie wechseln zu müssen. Insofern hatte ich also das Glück, ein ganzes Forschungsgebiet persönlich begleiten zu können, vom Anfang an bis heute. Und daher habe ich auch diesen Titel gewählt. Es wird sich um ein Reparaturenzym handeln. Wir arbeiten nicht nur an diesem Reparaturenzym, die Toxikologie oder genetische Toxikologie, dieses Fachgebiet vertrete ich. Die genetische Toxikologie ist sehr breit und geht in alle möglichen Gebiete hinein, Krebsforschung, Altersforschung und so weiter.
Molekularbiologie ist natürlich heute. Ich werde aber mich auf dieses Reparaturenzym fokussieren. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, wie Forschung läuft oder wie sie auch nicht laufen sollte oder wie sie nicht laufen könnte. Aber in der Regel hatte ich Glück gehabt, auch in meinen Forschungen auf diesem Gebiet. Ich werde mich also zwangsläufig auch auf eigene Arbeiten beziehen. Nun, damit beginne ich mit diesem Bild. Das ist die Eingangstür des Instituts für Pathologie in Halle. Hier bin ich zum ersten Mal 1972 durchgegangen, als ich mich nämlich entschlossen habe, mit Zellkulturen zu arbeiten. Damals war das ganz neu und in Halle war nur dieses Institut in der Lage, menschliche Zellkulturen zu handhaben. Und ich wollte das unbedingt lernen. Und so habe ich also hier hinter dieser Tür in einem Zellkulturlabor in der Pathologie meine Doktorarbeit gemacht. Der Chef des Instituts war Professor Jenisch. Professor Jenisch war ein Neuropathologe. Und zu dieser Zeit hat man dort am Institut großflächig Versuche durchgeführt an Ratten. Man hat diese Ratten behandelt mit Ethylnitrosehornstoff oder Methylnitrosehornstoff und hat dann Hirntumore erzeugt. Der Hintergrund war diese Arbeit hier. Ivankovic und Drucrey, eine Forschergruppe aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum, die 1968 erstmalig gezeigt haben, die Arbeit hat natürlich auch Vorläufer, aber hier gezeigt haben, dass wenn man Ratten, schwangeren Ratten, Ethylnitrosehornstoff injiziert, dann bekommt die Nachkommenschaft dieser Ratten mit hoher Frequenz Hirntumore. Das ist also eine neurotrope Karzinogenese, die auf diese Weise erzeugt werden kann durch diese Substanz Ethylnitrosehornstoff. Und jetzt fragte man sich, wie kommt das, warum erzeugt man hier Hirntumore? Ist das vielleicht ein Modell der Tumorentstehung bei Menschen? 1969, also sehr bald danach, erschien eine Schlüsselarbeit des Engländers Loveless mit diesem Titel Possible Relevance of O6 Alkylation und so weiter in the Mutagenicity and Carcinogenicity of N-Nitrosamines. Das heißt, er hat auf diesen Schaden hier hingewiesen. Die Arbeit war nicht lang, auch enthielt keine großen Experimente, aber er hat darauf hingewiesen, dass ein bestimmter DNS-Schaden mutagen ist. Und damit wachte man in der Community auf und sagte sich, okay, wir müssen doch mal diesen DNS-Schaden auch in den Ratten anschauen. Und tatsächlich erschien dann bald darauf eine weitere Schlüsselarbeit, die ich gleich erwähnen möchte. Zunächst aber hier für diejenigen, die mit der DNA nicht so vertraut sind, ist heute ja fast ein Reizthema. Es gibt viele künstlerische Darstellungen auch hierzu. Wenn Sie mal ins Internet gehen, DNA und Art, dann finden Sie also einiges über DNA. Das ist der Mainzer Maler Kotulski, der mal die DNS auf meinen Wunsch hin gemalt hat. Und das ist die chemische Struktur. Wir haben ja also immer Adenin gepaart mit Thymin, Guanin, Cytosin. Und diese Reihenfolge hier der Basen ist sozusagen der genetische Code. Und darum wird es gehen, um diese Base hier, denn diese Arbeit von Manfred Rajewski aus dem Labor in Essen, er war damals Direktor des Instituts für Krebsforschung in Essen mit der Doktorandin Regine Goth, zeigte zum ersten Mal, dass dieser DNS-Schaden, O6-Methylguanin, auf den Loveless sich bezogen hat in seiner Nature-Arbeit, im Rattenhirn nicht repariert wird. Das heißt also, man kann Methylnitrosehornstoff oder Ethylnitrosehornstoff den Ratten geben, die entwickeln Hirntumore und dieser DNS-Schaden persistiert. Später dann haben viele Forscher auf dem Gebiet, die genetischen Toxikologen, Holland war führend zu dieser Zeit übrigens, die Wirkung, die karzinogene Wirkung dieser verschiedenen Nitroso-Verbindungen untersucht. Und fanden, hier ist der Ethylnitrosehornstoff verwendet bei der Ratte, nicht, dass dieser einen relativ hohen Anteil von O6-Alkylierung, dass es dieser Alkylierung hier in dieser Position bildet, N7-Alkylguanin, das ist diese Stelle, ist diese Referenz. Und da sehen Sie, der Anteil ist hier relativ hoch im Vergleich zu Methylmethansulfonat oder anderen Mutagenen. Und man hat festgestellt, dass die Karzinogenität und auch die Mutagenität
mit der Fähigkeit der Verbindungen, diesen Schaden hier zu erzeugen, zunimmt. Was auch die These unterstrich, dass ein bestimmter DNS-Schaden von 13 Schäden, die gemacht werden an der DNS durch die Alkulantien, verantwortlich ist für Mutagenese. Und zu dieser Zeit habe ich an diesem Institut für Pathologie den Methylnitrosanstoff bearbeitet an menschlichen Zellen und konnte zeigen, der macht Chromosomschäden. Aber wie entstehen diese? So bin ich nach Gartersleben gegangen in diese Gruppe von Rigo Mariga, der war in den 70er Jahren der führende Zytogenetiker der DDR, wahrscheinlich auch europaweit, hat mehrere Bücher geschrieben, ein Experte auf dem Gebiet. Ingo Schubert war stellvertretender und dann später Direktor in dem Institut und arbeitet heute immer noch auf demselben Gebiet der Entstehung von Chromosommutationen. Also ich bin hier hingegangen und wurde konfrontiert auf meiner Suche nach einer Adaptation. Das war zu dem Zeitpunkt auch ein spannendes Thema, das hochkam. Mit dieser Arbeit des Bakteriologen Böhme. Böhme war der Direktor des Instituts und das war ein Postdoc bei ihm. Und in dieser Arbeit wurde gezeigt, dass Proteus mirabilis, ein Bakterium, gar keine Mutation macht, wenn es mit UV bestrahlt. UV ist ein Mutagen, nicht? Es macht keine Mutation, während E. coli Mutationen macht. Und dann haben viele andere weltweit, das war zu den 70er Jahren ein ganz heißes Thema, diese Frage bearbeitet, wie kommen Mutationen bei Bakterien zustande, bei unserem Darmbakterium E. coli. Und dann stellte man fest, Mutationen beim Darmbakterium E. coli werden aktiv gemacht, indem nämlich ein Gen aktiviert wird, das ist dieses UMOC-Gen. Und dieses Gen stellt eine Polymerase her, eine DNS-Polymerase, die Fehler macht, die Schäden toleriert und Fehler macht. Und dann entstehen Mutationen. Gleichzeitig werden andere Gene aktiviert. Das sind diese Basenexzisionsreparaturgene, drei Gene bei E. coli, die, wenn sie aktiviert werden, den Zellen helfen zu überleben. Also unser Darmbakterium ist geschickt. Es überlebt, aber auf Kosten von Mutationen. Und das war eine ganz wichtige Lektion, die man in den 70er Jahren gelernt hat. Mutationen entstehen nicht passiv durch DNS-Schäden, sondern sie werden gemacht. Und Miroslav Radman war derjenige, der zum Schluss mal alle Daten zusammenfasste. Da haben ja viele hunderte Wissenschaftler auf dem Gebiet gearbeitet und dann dieses SOS-Modell, SOS-Antwort bei E. coli entwarf. Und das hat man auch bei anderen Bakterien gefunden. Einige haben es, wie gesagt, nicht, unter anderem Proteus mirabilis. SOS-Antwort, warum? Weil E. coli auf diese Stressreaktion, Mutagene oder UV-Licht, können auch andere Mutagene sein, reagiert. Daher hat man das damals als SOS-Antwort bezeichnet. Nun hat man lange gesucht, gibt es eine SOS-Antwort auch bei menschlichen Zellen? Und in den 70er Jahren gab es viele Gruppen, einschließlich meiner eigenen kleinen Gruppe in Gartersleben. Ich bin dann wieder zu Zellkulturen zurückgekommen, wo wir gesucht haben, kann man Ähnliches auch beim Säugerzellen untersuchen? Menschliche Zellen sind schwierig zu handhaben, zu der Zeit sehr schwierig. Wir haben also chinesische Hamsterzellinien verwendet und wir fanden mal ja, mal nein, alles zweifelhafte Effekte. Und Sie sehen 2016, jetzt eben erschienen, eine Arbeit aus meinem Labor. Markus Christmann ist der ist auch Professor in meinem Institut für molekulare Toxikologie, hier als Erstautor, in der wir zeigen, dass, wenn wir menschliche Zellen mit Benzpyren behandeln, wir eine adaptive Wirkung bekommen. Analog dem Effekt, den man über 30 Jahre früher schon bei E. coli gesehen hat. Ich will damit nur sagen, so lange braucht es manchmal, bis man Ergebnisse bestätigt und sie translatiert auf den Menschen. Und Sie sehen hier, wir schreiben, die Aktivierung dieser adaptiven DNA-Reparaturgene wurde auch beobachtet nach Benzpyren-Behandlung nach Zigarettenrauch. Das heißt also Benzpyren, nicht UV, sondern wir haben uns auf dieses Gebiet Benzpyren bewegt. Und wir sehen, dass noch in Rauchern diese Reparaturgene, es sind etwas andere Gene, aber im Prinzip wie bei E. coli hochreguliert werden und eine adaptive Antwort auf Kosten von Mutationen machen. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt nicht bekannt. Aber wie gesagt, ich begann auch, mich mit dieser Adaptation zu befassen. Und die Effekte, die man bei
V79-Zellen, das sind etablierte Hamsterzellinien, mit denen damals die ganze Welt gearbeitet hat, weil sie so gut handhabbar sind, die sahen zweideutig aus. Im Gegenteil, wir sahen eher das Gegenteil. Wir sahen auch Schutzwirkung, aber weniger Mutation. Und dann kam diese Arbeit raus, wieder eine Schlüsselarbeit. Und Sie sehen hier oben, ich nehme an, dies würde dich interessieren. Das hat also mein damaliger Boss Rigo Marriga raufgeschrieben und mir die Arbeit auf den Tisch gelegt. Und ich erinnere mich, als wenn es gestern wie heute wäre, gestern wäre. Das würde dich interessieren. Warum? Wir hatten daran gearbeitet, ähnliche Phänomene gesehen. Und nun kommt diese Arbeit raus, ein neuer Reparaturweg bei Escherichia coli. Mit den Autoren Samson und Kerns. Kerns, damals ein bekannter Mikrobiologe, der per Autoradiographie gezeigt hat, dass die DNS-Replikation biphasisch verläuft. Das war damals auch eine wichtige Schlüsselarbeit. In zwei Richtungen erfolgt die Replikation des großen DNS-Moleküls in E. coli zum Beispiel. Das ist also John Kerns. Und der Befund war folgender, ist ganz einfach zu erklären. Wenn man Bakterien, Sie wissen, die wachsen sehr schnell im Bakterienbouillon, ja, chronisch füttert mit diesem Alkylans, könnte auch Methylnitrose Harnstoff sein, aber Sie haben MNNG benutzt, weil es besser handhabbar ist, chronisch über mehrere Stunden füttert, dann werden die Zellen resistent, indem das Überleben ansteigt und gleichzeitig sinkt die Mutationsfrequenz ab. Das heißt also, sie adaptieren sich gegenüber diesem Muttergen. Das ist ein hochpotentes Muttergen. Und daher haben die diesen Weg nicht SOS-Reparatur genannt, sondern die adaptive Antwort, Adaptive Response. E. coli reagiert also mit einer Adaptation. Und das war der Ausgangspunkt für, auch das war eine kurze Arbeit übrigens, bin nicht sicher, ob sie heute überhaupt noch akzeptiert würde von Nature, weil man heute verlangt man viel Stoff, 30, 40 Abbildungen, das waren drei Abbildungen in dieser Arbeit, aber mit einer entscheidenden Idee, und das ist das Entscheidende. Und das führte dazu, dass viele Wissenschaftler sich auf dieses Gebiet begaben, unter anderem Thomas Linder, später Nobelpreisträger im letzten Jahr, Erling Seeberg und Grigor Dianov, und hier sehen Sie Leonard Samson, etwa zu dieser Zeit beim Kongress, und das ist ein Bild aufgenommen vor etwa drei Wochen, wo wir Sie als Lecturer eingeladen hatten, an unserem DNA-Reparatur-Meeting, das alle zwei Jahre stattfindet, in Essen teilzunehmen. Sie arbeitet also nach wie vor ebenfalls auf diesem Gebiet weiter. Nun, das war also, wie gesagt, diese Arbeit Adaptive Response bei E. coli, der Ausgangspunkt für viele weitere Untersuchungen. Man wollte wissen, was ist das für Enzym, das jetzt in unserem Darmbakterium Escherichia coli induziert wird. Und da kam ein Mann ins Spiel, Shankar Mitra, Biochemiker, damals in Galveston, in Oak Ridge, heute Galveston und Houston, der gezeigt hat, dass es eine Demethylierungsreaktion gibt bei E. coli. Und er hat später dann auch dieses Enzym isoliert mit der Bezeichnung MGMT. Oder Alkyltransferase. Und hier sehen wir diesen Schaden, Guanin O6, daher O6-Methyl oder Alkylguanin. Hier sehen wir ihn übrigens, wo ist es? In Mainz, nicht? Auf dem Marktplatz, vor ein paar Wochen aufgenommen, als er auch in Essen war und anschließend noch in Mainz. Und hier beim Stadtrundgang, er ist jetzt 79 Jahre alt und hat immer noch eine funktionierende große Forschergruppe in Houston am Methodist Hospital und arbeitet jetzt auch noch an Alkalinsäure, aber verstärkt in Richtung Entzündung, wo auch die Reise hingeht auf diesem Gebiet, neben Tumorentstehung und Tumortherapie. Zum Enzym, das er also identifiziert hat, das ist, nehmen wir mal an, ist das Enzym. Hier ist der DNS-Schaden und jetzt ist es so, dass das Enzym ganz einfach reagiert. Es übernimmt die Methylgruppe, überträgt diese auf sich selbst. Und dann wird das Enzym abgebaut. Es ist eigentlich kein richtiges Enzym, nicht? Die Biochemiker unter ihnen würden sagen, es ist ein Suizidenzym. Und wir bezeichnen es also als Reparaturprotein. Dieses Reparaturprotein wirkt also nur einmal. Wir haben es auch in allen unseren Zellen. Ich komme darauf noch zurück. Und durch diese Reparaturreaktion wird also ein kritischer DNS-Schaden
offenbar sehr schnell und nachhaltig repariert. Daher leistet es sich, die Zelle so ein Enzym zu basteln. Und das ist nun der Regelkreis, ähnlich wie die Adaptive Response, wie die SOS-Response wurde also auch dieser Regelkreis, nachdem man, da sind wahrscheinlich sehr, sehr viele Doktorarbeiten, die ja eingeflossen sind, weltweit, alle Daten zusammen hatten, wurde dieser Regelkreis erstellt, unter anderem von Thomas Lindahl, einer der Nobelpreisträger aus dem vergangenen Jahr für Chemie zur DNA, weil er an diesem Thema gearbeitet hat. Und dabei sieht es so aus, dass im E. coli das ADA-Gen, hier gibt es also dieses Gen, ein Protein herstellt, das ist diese Alkyltransferase, in E. coli heißt sie ADA. Und diese Alkyltransferase repariert jetzt Methylgruppen vom Phosphat der DNA. Dann wird dieses ADA zum Transkriptionsaktivator und es wird viel, viel mehr ADA hergestellt, tausendfach mehr als normal. Und dieses ADA, was jetzt weiter hergestellt wird, repariert das O6-Methylguanin. Das heißt also, das Reparaturprotein ist gleichzeitig ein Transkriptionsaktivator. Und Lindahl schrieb, dafür habe ich den Nobelpreis gekriegt, er schrieb ein Essay über seine eigenen Arbeiten, sehr trocken, so wie er ist, Punkt für Punkt, und hat gerade diesen Punkt betont, dass er zum ersten Mal gezeigt hat, dass ein Reparaturenzym posttranslational modifiziert wird durch seine eigene Reparaturreaktion und dann zum Transkriptionsfaktor wird, gleichzeitig aber noch als Reparaturenzym weiterarbeitet, weil es noch ein zweites Zentrum hat. Und es wird dann noch dieses hier erzeugt in E. coli und dieses hier. Also wenn E. coli unter Alkulanzienstress steht, macht es mehrere Reparaturenzyme, die alle hochgereguliert werden. Und das führt dazu, dass E. coli besser überlebt, deutlich besser überlebt und dass Mutationen vermieden werden. Im Gegensatz zur SOS-Response, da werden Mutationen gemacht. Hier bei diesem Weg werden Mutationen vermieden. Die Mutationsfrequenz nimmt ab. Warum? Weil das hier ein hochmutagener Schaden ist, wie Lovelace schon postuliert hat. Und jetzt sehen Sie, ich habe mal hier oben etwas reingepaced. ADA entspricht dem menschlichen MGMT. Dieses Protein entspricht neuen menschlichen Genen und dieses hier bei E. coli entspricht dem menschlichen, einer menschlichen Glykosylase. Das, was E. coli hat, E. coli hat uns vieles vorgemacht, haben wir auch. Und so ist es tatsächlich in diesem Gebiet der Wissenschaft. Zuerst machte man es bei E. coli und dann konnte man es bei Hefe bestätigen bis hin zum Menschen. Und dann taucht natürlich die Frage auf, ganz am Rande, unser Darmbakterium. Warum hat unser Darmbakterium so viel Reparaturenzyme? Warum schützt es sich? Es lebt im Darm. Ja, offenbar werden im Darm sehr viele Karzinogene gebildet, gegen die sich E. coli schützen muss. Das ist die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen. Ich komme darauf auch noch zu sprechen. So, an diesem Punkt, nachdem man bei E. coli wusste, da gibt es eine Alkyltransferase, bei Menschen gibt es diese auch, entbrannte so eine Art Wettstreit. Wir brauchen das menschliche Gen. Wenn man das menschliche Gen hat oder die menschliche cDNS, dann kann man vieles andere machen. Dann kann man Antikörper herstellen, dann kann man alles, was machbar ist, machen. Aber man muss das Gen klonieren. Und so versuchte man, das Gen zu klonieren. Und ich will Ihnen mal zeigen, wie man das so von der Strategie her versucht hat. Das sind heute auch noch akzeptable Strategien. Da gab es die Gruppe in Japan von Sugimura, Peter Karan in England und meine Wenigkeit mit einer sehr kleinen Gruppe. Was haben wir gemacht? Wir haben CHO-Zellen, chinesische Hamster-Ovar-Zellen oder HeLa-Zellen, kennt man ja nicht. Diese haben keine Alkyltransferase. Da haben wir DNS reingebracht aus menschlichen Zellen. Nehmen wir an CHO-Zellen, Hamsterzellen, menschliche DNS hineingebracht, haben die dann selektioniert mit MNNG, so wie man das gemacht hat bei der Adaptive Response, bei E. coli. Und dann, wenn die Zellen resistent wurden, dann entstanden Zellklone und aus diesen Zellklonen konnte man die menschliche DNS isolieren. In der Hoffnung, das Alkyltransferase Gen dabei zu haben. Und wir haben uns die Zähne ausgebissen und es hat nicht geklappt. Ich habe 4 Jahre dran gearbeitet, 4 Jahre meines Lebens und wir hatten es fast in der Hand. Mitra hatte einen Postdoc, der hat dasselbe gemacht und war fast verzweifelt, wie er mir später sagte. Und dann kam er auf diese Idee, ja, ich nehme einfach E. coli. Es gibt Stämme, die das ADA nicht haben, nicht? Vorhin im Zusammenhang mit der
also mit der Adaptive Response Serine, die das ADA-Gen mutiert haben, und bringe in E. coli menschliche DNS hinein. Und dann selektioniere ich einfach mit MNNG und die überlebenden Zellen, die haben offenbar das menschliche MGMT-Gen oder die menschliche Alkyltransferase. Und daraus kann ich dann die menschliche DNS isolieren. Das ist ein schneller, sehr eleganter Ansatz. Ich muss sagen, zu der Zeit habe ich in Holland gearbeitet an dieser Thematik. Wir haben das diskutiert und ich habe es verworfen. Weil meine Meinung war, wenn das so einfach wäre, hätten es andere schon längst gemacht. Also sehen in der Wissenschaft sollte man nicht aufgeben und vor allen Dingen diesen Gesichtspunkt, andere hätten es gemacht, das ist kein Grund, sondern durchziehen von dem, was man überzeugt ist, von logischen her. Und wie gesagt, er war daher der Erste, der es gemacht hat. Auf diese andere Weise ist es parallel auch kloniert worden. Aber ich muss sagen, der Kredit geht an Mitras Gruppe. Und das war die Arbeit, die auch heute noch mal wieder zitiert wird. Isolation und Charakterisierung eines cDNS-Klons für die Alkyltransferase. Und das ist hier Kesotano, der ist ein Postdoc. Das ist also Shankar Mitra zu dieser Zeit, als diese Arbeit publiziert worden ist im Jahre 1990. Bei E. coli sieht es also so aus, wenn man heute zurückblickt und alle Daten zusammennimmt. E. coli hat das ADA-Protein, das ich vorhin erwähnt habe, im Zusammenhang mit der Adaptive Response. Es hat aber auch noch dieses Protein, ein OGT-Protein. Das heißt, die Silberalkyltransferase, die konstitutiv exprimiert wird, 10 Moleküle nur pro Bakterienzelle. Hier geht es hoch bis auf 1000 Moleküle. Und dann hat es noch ein drittes ATL-Protein, welches diesen Schaden auch erkennt, ihn aber nicht reparieren kann, sondern wahrscheinlich andere Reparaturenzyme an diesen Schaden lenkt, um diesen Schaden dann auf andere Weise zu reparieren. Also E. coli hat drei Strategien, nur um diesen Schaden zu reparieren. Auch hier wieder die Frage, warum braucht E. coli so viel, um diesen Schaden zu entfernen? Der Mensch hat nur eins. Und dieses MGMT, Alkyltransferase-Molekül, steht für O6-Methylguanin-DNA-Methyltransferase, daher abgekürzt MGMT, geht zurück auf diese Mitra-Publikation, er hat das so definiert und da wird das so heute beibehalten. Dieses MGMT entspricht also eher dem OGT-Protein. Mit einem aktiven Zentrum ist ein kleines Reparaturprotein, wir bezeichnen es heute als Schadensreversionsmechanismus, eins von über 200 DNA-Reparaturenzymen und Proteinen und Faktoren, die wir kennen. Dies zeigt nochmal die DNA Sequenz hier, beziehungsweise die Basen und die Stellen, an denen die Alkylantien, denen wir auch ausgesetzt sind, reagieren. Und wir sehen, dass an sehr verschiedenen Stellen hier die Alkylierung erfolgen kann. Und wir sehen auch, dass ein Großteil dieser Stellen repariert wird. Basenexzisionsreparatur ist beteiligt, die ABH-Proteine und hier unser MGMT. Also MGMT ist ein kleiner Mechanismus der Reparatur, ist nicht alles. Sie sehen, da ist viel zu tun an den anderen Reparaturproteinen. Heute konzentriert man sich auf die ABH-Proteine, weil man da noch zu wenig weiß und auch sich fragen muss, warum hat der Mensch 9 Gene? Wir haben nur ein MGMT-Gen, aber 9 ABH-Gene. Diese Frage kann bis heute noch nicht beantwortet werden. Also da ist noch viel zu tun. Und ich zeige es nochmal hier, diesen einen Schaden, Guanin in der 6er Position, der Sauerstoff. Jetzt haben wir hier die Methylierung erzeugt durch krebserregende Stoffe. Dann wird diese Brücke hier, diese Wasserstoffbrückenbindung zerstört. Daher ist das nicht schön für unsere DNA. Und MGMT übernimmt das Ganze und wird hinterher abgebaut. Das ist also der Mechanismus der Reparatur. Nun, soweit so gut. Jetzt hat Mitra die cDNS kloniert. Die cDNS ist noch nicht das Gen. Man muss jetzt das Gen klonieren, aber mit der cDNS kann man viel anfangen. Unter anderem kann man die cDNS hineinstecken, wiederum in andere Zellen. Und damit kann man prüfen, wie groß ist der Schutzeffekt von MGMT. Und das war eine große, wichtige Frage, ist dieser DNS-Schaden, und dieser Frage stand eigentlich dahinter, dieser DNS-Schaden O6-Methylguanin, ist dieser überhaupt toxisch? Bei E. coli wird ja auch sehr vieles andere induziert. Also das konnte man nicht genau beantworten.
Und hier an diesem Punkt haben wir dann sehr intensiv kooperiert. Mitra mit meiner Gruppe, damals noch in Karlsruhe, der Doktorand Gerhard Fritz war hier dran beteiligt, die Therese Kogorell. Gerhard Fritz ist heute Ordinarius für Toxikologie in Düsseldorf. Und wir haben tatsächlich also diese menschliche Methyltransferase in CHO-Zellen hineingesteckt. CHO-Zellen sind Chinese Hamster Ovary Cells. Das sind Zelllinien, die schnell wachsen und mit denen bis heute viel experimentiert wird. Die CHO-Zellen haben kein MGMT. Und wenn wir jetzt die menschliche MGMT hineinbringen, können wir natürlich Zellen herstellen, die die menschliche MGMT enthält. Und jetzt können wir gucken, wie verhalten sich die Zellen, wie resistent werden sie oder sind sie vielleicht empfindlicher geworden gegenüber alkylierenden, krebserregenden Stoffen. Und was wir sehen ist, wenn die Zellen hier, die MGMT-positiven Zellen, behandelt werden mit einem Methylans, dann überleben sie. Sie überleben bis zu 100%, abhängig von der Zahl der MGMT-Moleküle pro Zelle. Die Mutationsfrequenz geht runter bis auf null und auch die Chromosom-Mutationsfrequenz geht runter bis auf null. Sprich, wir haben daraus gelernt, MGMT, dieses Reparaturenzym, schützt vor Toxizität, vor Mutagenität und vor Chromosomenschäden. Es schützt eigentlich vor so ziemlich alles. Etwas ist nicht dabei, nämlich Krebsentstehung. Schützt es auch vor der Karzinogenese. Und das wäre natürlich der eigentliche Proof für die Arbeiten, viel, lange vorher gemacht von Rajewski und vielen anderen, die gezeigt haben, dieser Schaden ist verantwortlich für Karzinogenese. Aber der Beweis, dass es tatsächlich so ist, ist damit ja nicht erbracht worden. Sodass wir natürlich jetzt interessiert waren, Modellsysteme zu entwickeln, die den Endpunkt Krebsentstehung erfassten. Und da haben wir Mäuse hergestellt, die die menschliche MGMT in der Haut exprimieren. Normale Mäuse haben sehr wenig MGMT in der Haut. Diese haben jetzt viel MGMT in die Haut. Und wenn wir einmal mit diesem Methylnitrosehornstoff, Sie erinnern sich, Ethylnitrosehornstoff und Methylnitrosehornstoff sind die neurotropen Karzinogene, einmal behandeln, dann finden wir hier Tumore, zunächst als Papillome, aber sehr viel weniger an dieser Transgenmaus. Und wenn wir diese Tumore weiter behandeln mit Methylnitrosehornstoff, dann wandeln sich diese Papillome um in Karzinome. Und auch diese Tumorkonversion ist blockiert durch MGMT, sodass wir aus diesen Arbeiten gelernt haben, MGMT schützt auch effizient vor der Tumorinitiation und vor der Tumorprogression. Das war damals übrigens das best etablierte Tumorgenesemodell beim Tier, die Maushaut, mit dem sogenannten Zwei-Stufen-Modell der Karzinogenese. An vielen Instituten weltweit, an der Krebsforschung, auch im Deutschen Krebsforschungszentrum, sehr intensiv gemacht. Und diese Experimente hier mit Dr. Becker in Gartersleben noch. Warum? Er war Mausexperte und nach der Wende haben sie sich Themen gesucht. Und ich habe dem Klaus Becker gesagt, mach uns doch mal eine MGMT-Maus. Du kannst das doch. Und dann hat er tatsächlich Geld dazu bekommen und wir haben die MGMT-Transgen-Mäuse gemacht. Und es ist ein Klassiker immer noch in meinen Augen, weil wir hier zum ersten Mal gezeigt haben, dass MGMT vor der Tumorinitiation und Progression schützt. So spielt also manchmal auch ein wenig der Zufall eine Rolle in der Wissenschaft. Und wir sind weitergegangen. Heute gibt es auch die MGMT-Knockout-Mäuse. Das heißt, in denen das eigentliche Gen entfernt wurde. Und wir fragten uns, wie verhalten sich die Knockout-Mäuse? Und bei diesen Knockout-Mäusen, und das sind Arbeiten, die hier laufen, im Institut bei mir, benutzen wir das Kolon-Karzinogenese-Modell. Wir wollen wissen, schützt MGMT auch gegen Kolon-Karzinogenese? Und da haben wir ein Tool entwickelt, die sogenannte Mini-Koloskopie. Wir können also mit einer Kamera in den Darm der Maus hineinschauen. Mini-Koloskopie. Und da sehen wir hier, so wie beim Menschen koloskopiert wird, nicht?
an der Kamera, dieser Spitze eines dünnen Metallstabes, also eine Kamera angebracht. Und wir können jetzt den Enddarm beobachten. Das ist die Kontrolle. Das ist hier MGMT-Knockout. Kein eigenes MGMT-Gen und Protein mehr. Da sehen wir, dass Azoximethan wirkt, so wie Methylnitrosoharnstoff, aber darmspezifisch. Und dann anschließend noch eine Inflammation mit Sodium-Dodecyl-Sulfat gesetzt, DSS. Da sehen wir hier einen Tumor entstehen. Das sind andere Knockout-Mäuse. Und das Wichtige daran ist, wir sehen, dass bei den Knockout-Mäusen die Tumorentstehung hier ansteigt, schon bei niedrigen Dosen dieses Karzinogens, während beim dem Wildtyp, also bei der normalen Maus, bei diesen niedrigen Dosen noch gar keine Tumorentstehung da ist. Sodass wir schlussfolgern, MGMT schützt vor Darmkrebs. Das hätte man vielleicht vermuten können, aber das ist hier eine wichtige Schlussfolgerung. MGMT bewirkt eine Schwellendosis. Und das ist heute ein heißes Eisen in der Toxikologie. Gibt es Schwellendosen für krebserregende Stoffe? Und wir sagen, aufgrund dieser neuen Daten wird das Konzept überdacht. Es gibt möglicherweise doch Schwellendosen. Das ging übrigens aus von der Industrie aus, diese Frage, weil bestimmte Pharmaka kontaminiert waren mit Methylmethansulfonat, mit Alkulanzien. Und da brauchte man diese Frage. Und jetzt sagen wir, tatsächlich kann auch DNA-Reparatur eine Schwelle bewirken, unterhalb derer noch keine karzinogenen Effekte zu sehen sind. Das wäre die Schlussfolgerung aus diesen Arbeiten. Nun lassen Sie mich von der Karzinogenese zurückkommen zum Thema Zytotoxizität. Toxizität. Dann wären wir wieder zum richtigen Toxikologen. Die Frage ist jetzt, die sich stellt und die wir in den, nachdem MGMT auch kloniert worden war, intensiv diskutiert haben, warum ist dieser kleine Schaden O6-Methygonin so toxisch? O6-Methygonin blockiert nämlich nicht die DNA-Vermehrung, also die DNA-Replikation, auch die Funktion wird gar nicht beeinflusst. Und trotzdem ist dieser kleine Schaden hier höchst toxisch. Wir hatten zunächst gar keine Erklärung, bis sogenannte tolerante Zellen entdeckt worden sind. Tolerante Zellen, der Name sagt es schon, die tolerieren diesen DNS-Schaden. Der wird nicht ausgeschnitten, das kann man auch messen. Warum tolerieren sie ihn? Weil sie einen Defekt haben in der sogenannten Mismatch-Reparatur. Und Sie sehen, wir haben auch diese toleranten Zellen hier hergestellt. Hier ist der Jörg Dosch, einer meiner früheren Doktoranden. Und Sie sehen hier bei der Doktorverteidigung in Mainz, hier ist an der Tafel Toleranz, ja, oder tolerant. Und da hat er den Phänotyp hier rangeschrieben. Also diese Zellen haben wir auch isoliert. Die sind hochresistent gegenüber diesem Alkulanz geworden, auch gegenüber anderen Alkulanzien, obwohl sie gar keine Methyltransferase haben. Und später dann kam ein ganzer Schwung von Arbeiten aus sehr verschiedenen Gruppen, die zeigten, dieser Toleranzphänotyp hängt mit der Mismatch-Reparatur zusammen, an dem vier Proteine beteiligt sind. Und dafür hat Paul Modrich im letzten Jahr den Nobelpreis gekriegt. Also wir haben zwei Nobelpreisträger jetzt und der dritte Nobelpreisträger hat mit UV gearbeitet. Passt nicht richtig hierzu. Theoretisch auch, aber den erwähne ich jetzt nicht. Sondern Modrich arbeitet bis heute auch noch an der Mismatch-Reparatur, war einer derer, der zum ersten Mal darauf hingewiesen hat, Mismatch-Reparatur ist hier dran beteiligt. Mismatch-Reparatur haben wir auch bei Menschen. Wir wissen, dass die erblichen Kolonkarzinome, die Non-Polyposis Kolonkarzinome, nicht zu etwa 20% der Dickdarmkrebse auf Defekte in diesen Reparaturproteinen zurückgehen. Insbesondere MSH2 und MSH6. Also das ist heute beim menschlichen Kolon, bei der menschlichen Kolonkarzinogenese ein ganz wichtiger Punkt, diese Fehlpaarungsreparatur oder Mismatch-Reparatur. Ja, warum erklärt sie das? Und jetzt muss ich viele Arbeiten zusammenfassen in einem etwas vereinfachten Modell. Wie kommt es denn zur Toxizität? Wir haben hier diesen Schaden. Und jetzt bitte ich Sie mal einfach den Gedanken weiter zu verfolgen. Die DNS repliziert sich, die Zellen müssen sich also vermehren, nicht? Das Darmepithel vermehrt sich. Wir haben einen großen Umsatz im Darmepithel. Und wir kriegen dann während der Replikation diese Fehlpaarung. Guanin paart mit Cytosin, aber hier paart Guanin mit Thymin.
da dieses eine mutagene Läsion ist. Und später dann bei einem weiteren Replikationszyklus entstehen auf diese Weise Mutationen. Und wir wissen heute, das ist die Kette, die zum Krebs führt. Also das, was ich früher als Initiation gezeigt habe, ist exakt diese Kette für alkoholanzininduzierter Tumorentstehung. Aber dieser Schaden hier wird jetzt erkannt durch diese vier Proteine, die ich vorhin genannt habe. Und Thymin wird rausgeschnitten, aber wieder eingesetzt. Und wir haben sozusagen einen Reparaturvorgang, der auf der Stelle tritt. Und das ist nicht gut für die Zelle. Wir haben keine richtige Reparatur, sondern eine Beseitigung des Schadens, sondern eine unvollständige Reparatur. Und in den Zellen werden damit Schäden gemacht, sekundäre Schäden, sogenannte Lücken, in der diesem großen Molekül DNS entstehen Lücken, die sind auch nachgewiesen worden. Und später entstehen dann DNS-Brüche. Und diese DNS-Brüche kann man nachweisen. Das machen wir auch. Heute kann man das wunderschön. Wir haben hier einen Zellkern. Und jeder dieser grünen Punkte ist ein DNS-Bruch. Wir können diese heute auszählen, diese Brüche. Und diese DNS-Brüche sind letal. Das weiß man. Also DNS-Brüche sollten wir möglichst vermeiden. Diese DNS-Brüche werden also auf diese Weise gemacht. Die Message ist, die Hauptmessage ist, DNA-Reparatur in diesem Fall schützt nicht, sondern die DNA-Reparatur macht Toxizität. Wir brauchen Mismatch-Reparatur, damit Toxizität möglich wird. Und das ist für das, was ich dann später erkläre in der Anwendung, ein ganz wichtiger Punkt. Es erklärt übrigens auch, warum natürlich bei der Kolonkarzinogenese, bei den Tumoren, die Mismatch-Reparatur defekt sind, diese Alkoholanzin nie zur Anwendung kommen können, weil einfach eine Toxizität nicht erreicht werden kann, eben durch diesen Reparaturdefekt. Die Situation ist insgesamt komplexer. Das zeigen weitere Arbeiten. Wir haben, das ist jetzt etwas anders, das Modell hier dargestellt. Ich komme mehrfach dann noch auf dieses Modell zurück. Hier haben wir wieder den Schaden. Hier haben wir diese DNS-Doppelstrangbrüche, die gemacht werden. Und jetzt wissen wir, diese Brüche aktivieren sehr viel in der Zelle. Also ein ganzes Signalsystem wird aktiviert. Unter anderem auch dieses hier. Also sehr viele Enzyme ist damit mal, werden hergestellt und aktiviert. Unter anderem auch dieser Weg hier zur Entstehung von Apoptose. Das ist der programmierte Zelltod, ist bekannt, nicht? Apoptose, programmierte Zelltod, der aktiv gemacht wird über diesen Schaden durch Aktivierung dieses Gens. Aber wir sehen auch, dass die Doppelstrangbrüche Autophagie machen und wir sehen auch, dass sie Seneszenz machen. Und damit sind wir bei einem Nobelpreisträger aus diesem Jahr. Denn in diesem Jahr hat der Japaner Ozumi den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung der Autophagie. Also so wichtig ist es heute, diese sogenannten Endpunkte Apoptose, Autophagie und Seneszenz, replikative Seneszenz wird sicherlich eines der nächsten möglichen Themen sein, die mit dem Nobelpreis bedacht werden, weil das heute ein ganz wichtiger Punkt ist. Seneszenz bedeutet, die Zellen proliferieren nicht. Sie sterben aber auch nicht. Sie bleiben einfach liegen. Das ist das Phänomen der Seneszenz. Während Autophagie bedeutet, dass Zellen Proteininhaltsstoffe, Inhaltsstoffe, die sie nicht mehr brauchen, abbauen, um Energie zu gewinnen. Auch ein komplexer Vorgang, sind viele Enzyme daran beteiligt. Das hat einen Vorteil für die Zellen. In einer Stresssituation, SOS-Reaktion, sagt die Zelle, auch in einer Hungerreaktion übrigens, wir bauen ab, um Energie zu gewinnen. Das ist der Vorgang der Autophagie. Und Sie sehen, diese Arbeit sagt hier, dass dieser DNS-Schaden alles macht. Er macht Apoptose, Autophagie, Seneszenz. Und wir sehen hier auch, dieser Schaden kann repariert werden und dann überleben die Zellen. Darauf komme ich später noch. Sodass wir also relativ viel aus diesem Modell, dieser eine DNS-Schaden, macht vieles gelernt haben und immer noch lernen. Da sind viele offene Fragen, die wir noch angehen wollen und weltweit sicherlich angegangen werden. Und damit komme ich zur Frage der Anwendung. Sind die Wege in die Klinik oder überhaupt in die Anwendung? Und ich will das unterteilen in die Tumorprävention und dann Tumortherapie. Tumorprävention. Und MGMT ist so wichtig im Mausmodell, nicht? Folglich
kann man schon davon ausgehen, es ist irgendwie ein wichtiger Schutzfaktor. Aber kann man das auch beim Menschen fassen? Und zunächst Lungenkrebs. Zwei Tumorgruppen habe ich mal herausgegriffen. Lungenkrebs, wir wissen, 90% des Lungenkrebses ist raucherbedingt. Und dabei, der Zigarettenrauch enthält 9 hochpotente Karzinogene, insgesamt 70 Karzinogene, mögliche Karzinogene, also eine große Anzahl. Unter anderem auch diese N-Nitrosamine, Dimethylnitrosamin und tabakspezifische Nitrosamine. Was machen die? Die werden verstoffwechselt und alkylieren die DNS im ganzen Körper, insbesondere auch im Lungengewebe. Unter anderem entstehen dann diese beiden DNS-Schäden, O6-Methylguanin und das Butylpyridylguanin, das ist dieser DNS-Schaden hier. Dieser und dieser entstehen und beide können sie repariert werden durch MGMT. Sprich, MGMT müsste eigentlich gegenüber Zigarettenrauch schützen. Gibt es dafür Beweise, dass MGMT auch tatsächlich involviert ist im Schutzmechanismus gegenüber Zigarettenrauch? Erklärt es vielleicht, warum nicht alle Raucher Lungenkrebs kriegen, sondern nur 17% der schweren Raucher und etwa 80% sind geschützt? Wilmut Schmidt, nicht, der sehr viel geraucht hat, ich habe ihn immer bewundert, warum schafft er das? Nicht? Hat er ein besonderes Schutzsystem, ein heißes, wichtiges Thema? Ja, tatsächlich ist es so, es gibt viele Hinweise, die das unterstreichen, dass MGMT auch hier involviert ist als Schutzsystem. Nicht das einzige, aber auch eines der Schutzsysteme. Wir haben hier mal die Enzymaktivität bei Rauchern, das sind verschiedene Publikationen hier zusammengefasst. Und wir sehen dann im Lungengewebe erhöhte Aktivität, hier wiederum im Kolongewebe erhöhte Aktivität. Also die meisten Arbeiten zeigen, dass beim Raucher verstärkt MGMT in Gewebe exprimiert wird. Insbesondere im Tumorgewebe, aber auch im gesunden Gewebe. Das zeigen diese Arbeiten. Wir haben das auch mal gemacht. Hier haben wir die MGMT-Expression in Probanden gemessen, unter anderem auch unsere Mitarbeiter und Studenten. Und wir stellten eine erstaunliche Variabilität der MGMT fest in Lymphozyten. Da haben wir Personen, die ganz wenig haben und andere haben viel. Und wir wissen auch, dass das eine relativ konstante Geschichte ist. Also die MGMT ist extrem variabel in der Expression bei uns im Körper. Wir sehen hier in den Lymphozyten jetzt keinen signifikanten Unterschied, aber einen Trend, dass Raucher tatsächlich mehr haben. Aber die meisten Publikationen haben sich nicht auf Lymphozyten bezogen, sondern auf das Gewebe selbst, Targetgewebe wie Kolongewebe oder Tumore. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt Polymorphismen. Polymorphismen bedeutet, das Gen hat Mutationen, die aber nicht zur Funktionsunfähigkeit des Proteins führt, sondern so normale Varianten des Proteins. Und nun schaute man sich an, was machen diese Varianten, zum Beispiel diese Variante hier. Und dann stellte man fest, im Lungenkrebs ist diese Variante erhöht und auch andere Varianten sind erhöht. Das heißt, es gibt Polymorphismen, die das Krebsrisiko erhöhen. MGMT, Polymorphismen und Krebsrisiko. Jetzt könnte man sagen, man sollte diese Polymorphismen hier routinemäßig untersuchen. Nicht? Das wird nicht gemacht, aber man weiß, es gibt eine Assoziation. Das ist das, was ich zum Lungenkrebs sagen wollte. Das zweite ist Darmkrebs. Welche Hinweise gibt es dafür, dass bei Menschen MGMT beim Darmkrebs eine Rolle spielt? Und da müssen wir erst zunächst schauen, was sind die Quellen für O6-Methylguanin im Darm? Das ist nämlich diese wichtige mutagene Läsion. Da wissen wir, dass unsere Nahrung Alkulanzien enthält, unter anderem das Dimethylnitrosamin. Und wir sehen, das Dimethylnitrosamin ist wieder ein Nitrosamethylharnstoff. Ethylnitrosoharnstoff ist noch stärker potent, wirksam als Mutagen, aber Dimethylnitrosamin ist ein sehr starkes Mutagen. Wir nehmen es mit der Ernährung zu uns. Es ist im Bier vorhanden, insbesondere auch in Fisch, Schinken, gebratenem, gesottenem und so weiter. Am Arbeitsplatz Zigarettenrauch enthält es auch. Es wird auch endogen im Magen gebildet. Das heißt, wir können uns der Nitrosamin-Exposition nicht entziehen. Ein zweiter Punkt, es ist nicht nur das Dimethylnitrosamin und andere Nitrosamine, sondern die beste Korrelation kennen wir ja für rotes Fleisch und Kolonkarzinome. Das ist die eigentliche Korrelation, die etabliert ist, sodass
Wie Sie sich erinnern, wir hatten im letzten Jahr die WHO, die International Agency for Research of Cancer in Lyon, gesagt hat, rotes Fleisch ist karzinogen und wir klassifizieren es 2A ein. Prozessiertes Fleisch 1, 2A ist dann die nächste Stufe, höchstwahrscheinlich karzinogen. Aufgrund dieser Korrelation rotes Fleisch und Dickdarmkrebs, die etabliert ist. Ja, was ist mit rotem Fleisch? Rotes Fleisch enthält Hämoglobin. Und dann sind wir hier, deswegen wird es als rotes Fleisch bezeichnet, also das Blut, das daraus fließt aus Ihrem Steak, da sind die Karzinogene, die gebildet werden, unter anderem bei der Zubereitung. Aber das ist schon drin, das Hemeisen. Und heute sagt man, das Hemeisen ist ein potenter Trigger für karzinogene Bildung. Und ich habe das mal hier etwas klarer noch dargestellt. Wir haben Aminosäuren, die im Darm durch Bakterienaktivität in Amine umgewandelt werden. Und diese Amine reagieren mit NO, das während der Entzündung freigesetzt wird. Also Entzündung ist immer kritisch auch hier, auch Darmentzündungen, aber auch mit dem Hämoglobin aus dem Blut. Und dieses Hem katalysiert also diese Nitrosierungsreaktion und das entstehen dann N-Alkylnitrosamine. Das hat man auch nachgewiesen, im Darm kann dieser Vorgang stattfinden. Hier kommt zwangsläufig EMT ins Spiel. Und wir wissen auch, dass MGMT hier tatsächlich niedrig vorhanden ist. Und wenn MGMT in den kleinen Adenomen niedrig vorhanden ist, dann bilden sich daraus größere Adenome. Also MGMT schützt auch vor dieser Umwandlung der Adenome in Adenokarzinome. Sodass überwahrscheinlich dieses eine wichtige Reaktion ist über das rote Fleisch in Verbindung mit dem roten Fleisch. So viel zur möglichen protektiven Rolle von MGMT. Und hier gibt es natürlich jetzt eine Reihe von Fragen, die sich anschließen. Gibt es zum Beispiel wie bei E. coli eine Adaptation? E. coli können wir ja kultivieren, die adaptieren, nicht? Das war die Adaptive Response. Gibt es eine Adaptive Response bedingt durch MGMT und ist eine Chemoprävention durch MGMT möglich? Gleich nachdem MGMT durch Mitra kloniert worden war, die CDNS kloniert worden war, haben wir uns tatsächlich an diese Frage gemacht. Wir haben gefragt, gibt es eine Adaptive Response an Leber der Maus und der Ratte? Und hier sehen Sie mal mit Rattenleberzellen ein solches Experiment. Hier haben wir MGMT damals noch mit den damaligen radioaktiven Methoden gemessen. Und wir sehen ganz wenig MGMT. Und wenn wir sie aber mit MNG behandeln, diesem Alkulanz, dann sehen wir deutlich mehr MGMT. Und wir sehen auch, dass die Mutationsfrequenz in den so behandelten Zellen absinkt. Ist exakt das, was wir als Adaptive Response in E. coli finden. MGMT in der Rattenleber ist induzierbar und MGMT schützt in der Ratte vor Mutationen, wahrscheinlich auch vor Krebs, das ist nicht gezeigt worden. Bei Menschen ist das bisher nicht gezeigt worden. MGMT wird in menschlichen Zellen, wir haben sehr viel daran investiert, nicht so gut hochreguliert wie in der Rattenleber. Also das ist eine in meinen Augen offene Frage. Aber es gibt andere Fragen, denen man sich zuwenden kann. Gibt es mögliche andere Induktoren für dieses Reparaturenzym, die wir in der Nahrung zum Beispiel haben? Und da ist tatsächlich gezeigt worden, und Sie sehen hier dieser Titel dieser Arbeit aus der Arbeitsgruppe von Schulte-Hermann in Wien. Die haben Ratten gefüttert mit türkischem Kaffee. Und wenn sie das tun, dann finden wir in der Rattenleber, gefüttert mit türkischem Kaffee, verstärkt dieses Enzym. Hier hat man es im Titel O6-Methylguanin-Transferase und auch andere Enzyme hochreguliert. Das heißt, diese beiden Inhaltsstoffe aus dem Kaffee, Caveol und Cafestol, schützen durch Hochregulation von MGMT. Tatsächlich ist türkischer Kaffee, gibt es viele Arbeiten, hilfreich. Wie auch der grüne Tee, hier ist er, für den wurde es nicht gezeigt, Kurkumin wird diskutiert, Resveratrol wird diskutiert, das Polyphenol aus dem Rotwein. Für diese wurde es bisher nicht gezeigt, für Caveol und Cafestol könnte auch beim Menschen, wenn man das überträgt, eine Hochregulation in bestimmten Zelltypen, vielleicht auch in der Leber, möglich sein. Das ist natürlich schwer zu untersuchen. Man müsste von Probanden Leberbiopsien nehmen.
Das ist kaum machbar. Als Studie kriegen wir das nicht durch. Bei der Ethikkommission müssen wir und wollen wir auch nicht. So viel zur Protektion oder zur Prävention. Und jetzt am zweiten Teil, das ist der letzte Teil, möchte ich die Translation in die Klinik in Richtung Tumortherapie darstellen. Tumortherapie, welche Bewandtnis hat MGMT für die Tumortherapie? Nun, die Tatsache, dass MGMT auch gegenüber der toxischen Wirkung schützt, weist schon darauf hin, denn in der Tumortherapie wollen wir Toxizität haben. Wir wollen, dass der Tumor gekillt wird. Die Toxizität steht bei der Tumortherapie im Vordergrund, nicht die Mutagenität, und das wollen wir gerade nicht haben. Wir wollen eine toxische Substanz haben, die aber den Körper ausspart und die sich gegen den Tumor richtet. Und wir wissen, dass der MGMT schützt gegen Temozolomid, Dalkapazin, Procapazin und so weiter. Das ist diese Gruppe der Zytostatiker, gegen die MGMT potent schützt, sodass wir jetzt zwangsläufig in der Therapie sind der Tumore, bei denen diese Zytostatika zur Anwendung kommen. Und das sind Hirntumore und das sind maligne Melanome, unter anderem auch Pankreaskarzinome. Und tatsächlich, hier haben wir vor vielen Jahren, die Arbeiten gehen lange zurück, die MGMT-Menge gemessen, die Aktivität des Enzyms in Glioblastomen, Mammakarzinome und so weiter. Und wir sehen die geringste Aktivität in Hirntumoren, Glioblastome oder Astrozytome 3 und Glioblastome, Glioblastoma multiforme, also WHO Grad 4. Diese sind hier interessant. Und wir sehen in Brusttumoren eine enorme Variabilität der MGMT-Expression in individuellen Tumoren, bei Hirntumoren durchweg niedrig. Und das ist der Grund, weshalb diese Alkulanzien seit vielen Jahren First Line in der Hirntumortherapie verwendet werden. In den 60er Jahren, als ich auf dieses Gebiet kam, war ich ganz erstaunt, methylnitroser Harnstoff wurde in Russland für Hirntumortherapie verwendet, welches in der Ratte Hirntumore macht, nicht? Aber wurde gleichzeitig in der Hirntumortherapie verwendet. Heute ist es verständlich, warum. Es hängt mit dem MGMT-Status zusammen. In der Ratte erzeugt also methylnitroser Harnstoff Hirntumore. Im Menschen spielt das keine Rolle, ob es erzeugt. Wir wollen die Therapie haben, aber wir kriegen die Therapie nur hin, wenn der Patient oder der Tumor wenig MGMT hat. Und das ist tatsächlich der Fall in diesem Fall. Wir haben hier die MGMT-Aktivität in primären Hirntumoren operiert, gleich nach der Operation. Und da sehen wir, dass hier etwa 20% der Tumore überhaupt kein MGMT haben. Und diese Tumore sprechen an auf die Therapie, denn wenn wir hier das Überleben der Patienten vergleichen mit denen, die viel MGMT haben, dann schneiden die mit wenig MGMT deutlich besser ab. Das ist übrigens ein Patientenkollektiv hier aus Mainz in Zusammenarbeit mit der Neurochirurgie. MGMT schützt also vor dem therapeutischen Effekt, beziehungsweise ist ein Resistenzfaktor. Und daher ist MGMT heute der einzige akzeptierte prädiktive Faktor in der Hirntumortherapie, weil er nämlich diese Zytostatika sozusagen ausschaltet, wenn es da ist. Nun taucht die Frage auf, und damit bin ich sozusagen unter der Einführung des nächsten Sprechers von Herrn Sachse. Ich weiß nicht, ob Sie das auch nochmal zeigen, Herr Sachse. Wie kommt es eigentlich dazu, dass MGMT so stark reguliert wird? Wir haben das beim Normalpersonen gesehen, aber auch bei Tumoren, wo 20% der Tumore gar keine MGMT haben und die anderen haben es. Also es ist offenbar ein Protein, das extrem stark reguliert wird, und damit sind wir bei der Epigenetik. Und nun möchte ich ein Bild nur zeigen, um einen kleinen Exkurs in die Epigenetik zu machen. Was heißt Epigenetik? Nun, wir haben hier wieder die DNS, das riesige Makromolekül. Hier ist wieder das, was wir schon kennen, Adenin, Thymin, Guanin, Cytosin. Und das zieht sich hier 100.000 Basenpaare lang, so lang ist das DNS-Molekül. Nun haben wir diese vier Basen, aber es gibt noch eine fünfte Base, und diese ist definiert worden als die fünfte Base Epigenetik, das ist das 5-Methyl-Cytosin. Hier haben wir Cytosin und hier haben wir in der Fünferposition der Methylgruppe 5-Methyl-Cytosin. Diese wird nicht gemacht durch die Zytostatika, die ich erwähnt habe, sondern das ist eine natürlich vorkommende Base.
Und wenn diese hier in der DNS drin ist, dann verändert sie die Verpackung des Chromatins. Nun komme ich zum MGMT. Und damit wird das nun etwas speziell, aber ich versuche es so runterzupacken wie möglich. Das ist das Gen. Und das Gen ist hier sehr, sehr lang. Deswegen war es auch sehr schwierig, das mit der klassischen Methode zu klonieren. Das Gen ist einfach zu lang. Das kann man nicht rausholen als ein Schnipsel. Jedes Gen hat einen Promotor. Das ist die Regulationseinheit. Alle unsere Gene, 40.000 Gene, haben noch zusätzlich eine Sequenz davor. Das sind 2000 Basenpaare, diese hier. 2000 Mal, und das Gen hier ist 200.000 Mal so lang mit diesen Nukleotiden. Also so lang ist das. Und diese Basensequenz ist hier 2000 Mal drin. Und da sehen Sie, dass wir hier verschiedene Stellen haben, an denen Proteine binden, die alle wichtig sind in der Regulation. Aber wir haben hier auch eine CPG-Insel. CPG-Island steht da. CPG-Insel bedeutet, dass dieses C 5-Methylcytosin enthalten kann. Nicht muss, aber enthalten kann. Das heißt also, wir haben hier in dieser Promotorregion des Gens möglicherweise eine Akkumulation von 5-Methylcytosin. Jetzt weiß man, wenn hier dieses 5-Methylcytosin drin ist, dann wird das Gen stillgelegt. Das Gen wird hier abgelesen durch Polymerasen und dann ist es jetzt Molekularbiologie. Aber hieraus wird das Protein hergestellt und diese Region reguliert herstellen, ja oder nein. Und wenn wir es methyliert haben, da wurde es nicht hergestellt. Und tatsächlich ist es so, dass, haben wir hier gezeigt, durch Vergleich unserer Tumore, des Tumorkollektivs, das wir in Mainz zur Verfügung haben, dass wenn der Promoter methyliert ist, haben wir wenig MGMT. Ist er unmethyliert, haben wir sehr viel MGMT. Und das ist eine sehr berühmte Arbeit hier von Monika Hegi aus der Schweiz mit vielen Autoren drauf. Die haben nicht zuerst mal, aber diese Arbeit ist akzeptiert, gezeigt, dass bei Glioblastomen diese Promotermethylierung korreliert mit dem Ansprechen auf die Therapie. Hier ist der Promoter methyliert in den Tumoren. Und die Patienten haben ein gutes Benefit, wenn sie mit Temozolomid behandelt werden und Strahlung im Vergleich zu den Tumoren, bei denen der Promoter nicht methyliert ist. Sodass heute die MGMT-Promotermethylierung ein Indikator ist für das Ansprechen auf die Therapie. Und weltweit wird diese Methode verwendet. Auch hier in Mainz, wir haben sie übrigens am Institut etabliert für Forschungszwecke, da haben wir viele Tumore untersucht, auch hinsichtlich der Aktivität. Aktivitätstest, es braucht Radioaktivität, das ist ein bisschen schwierig, sodass wir hier diese Promotermethylierung machen. Und das wird weltweit gemacht. Das ist die klassische Methode. Es wird auch heute so gemacht hier in Mainz mit methylierungsspezifischer PCR. Wir sind jetzt weitergegangen und Sie sehen, das haben wir in diesem Jahr publiziert, High Resolution Melting. Das heißt, wir verändern die Methode, um die Promotermethylierung noch besser messen zu können. In diesem Bereich, den ich vorhin in der DNS dargestellt habe. Und das ist der Doktorand, der diese Methode bei uns erfunden hat, kann man sagen. Also Sie sehen, diese Arbeit an MGMT hält bis heute an und ich würde sagen, sie ist gerade im Aufwind begriffen, weil man merkt, es ist nicht nur das, was ich eben dargestellt habe, für Hirntumore wichtig, sondern auch für andere Tumorgruppen. Nun komme ich noch zu einem etwas anderen Aspekt. Wir haben hier den primären Tumor mit wenig MGMT, hier viel. Ja, man könnte sagen, na, dann bring doch die MGMT raus. Gibt es Hemmstoffe? Ja, es gibt Hemmstoffe gegen MGMT. Diese sind aber bisher klinisch schon, es gibt Studien dazu, klinisch schwierig zu handhaben. Warum? Weil Sie, wenn Sie eine Tablette nehmen, wir tolerieren das, wir können MGMT im gesamten Körper hemmen, aber die Folge ist, dass wir MGMT auch in den Blutzellen hemmen. Also die Blutstammzellen haben wenig MGMT, wie man hier sieht, und das wird noch ganz ausgeschaltet, sprich man kriegt eine verstärkte Hämatotoxizität in der Tumortherapie mit Alkulanzien. Nun kann man auch das beseitigen, indem man MGMT hineinbringt, so wie ich das vorhin mit den CO-Zellen gezeigt habe, aber als Retrovirusvektor in das Knochenmark, Stammzellen, Knochenmark. Wir bringen den Vektor rein und dann haben wir eine mutierte MGMT-Form, die schützt, die aber nicht mehr durch diesen Hemmstoff hemmbar ist. Alles das ist da. Diese Tools liegen auch bei uns im Kühlschrank und in mehreren Gruppen weltweit. Aber es gibt ganz wenige klinische Studien, die sich damit befassen. Ich bin überzeugt, auf diese Weise, das nennt sich chemopräventiver Gentransfer, würde man die Hämatotoxizität, mindestens diese
bei Hochdosistherapie mit Temozolomid und den anderen Zytostatika umgehen können. Damit komme ich zum Schluss, indem ich weitere Optionen anspreche. Ich kann das nur ansprechen, obwohl das jetzt das heißeste Forschungsthema momentan ist. Was kann man zusätzlich machen? Nun, das ist das Schema, was ich vorhin gezeigt habe, Autophagie, Nobelpreis in diesem Jahr. Apoptose, glaube ich, gab es ihn auch schon mal. Senescence, ganz heißes Eisen. Und hier sehen Sie Doppelstrangbrüche und Überleben. Und hier steht HR. HR steht für Doppelstrangbruchreparatur durch homologe Rekommendation. Und nun kann man viel machen an diesen zusätzlichen Wegen. Man kann den Apoptoseweg verstärken durch Hemmung zum Beispiel eines Proteins, was Apoptose selber blockiert, die Hemmung von Sovivin. Man kann die Autophagie blockieren. Chloroquin ist ein Hemmer der Autophagie und das ist auch in der Klinik. Man kann dieses Protein hier hemmen, auch dafür gibt es Hemmstoffe. Und man kann die homologe Rekombination hemmen. Und hier, das ist jetzt ein sehr wichtiger Punkt, sind viele Proteine involviert, an denen wir auch arbeiten. Sie sehen hier Werner's Rad 51, das ist das Brustkrebsgen, BRCA2, XACC2, XACC. Das sind alles Proteine, es gibt noch mehr, die alle hier involviert sind. Und gegen einige davon gibt es bereits Hemmstoffe. Das heißt, wenn wir dieses hemmen, dann blockieren wir das Überleben im Tumor und der Tumor geht in diese Richtung. Und wir kriegen mehr Zelltod. Das ist, woran heute, so möchte ich mal sagen, der Rest der Welt auf diesem Gebiet arbeitet. MGMT ist aber ganz wichtig. MGMT ist die Schutzstaffel, die ganz oben steht. Die müssen wir im Tumor ausschalten und das müssen wir ausschalten, um mehr Zelltod zu bekommen. So in diese Richtung geht die Forschung. Nun will ich ganz zum Schluss noch eins erwähnen und damit komme ich auf Professor Effert als den Experten für TCM, Artesunate. Da ging der Nobelpreis ja im letzten Jahr an Yu Yu Li, einer chinesischen Forscherin, die Artesunate, der Inhaltsstoff aus dem Beifuß, in die Klinik gebracht hat. Warum? Artesunate ist in der TCM lange in Gebrauch. Thomas Effert hat es eigentlich hier nach Mainz gebracht und mich auch auf dieses Gebiet gebracht. Inzwischen bin ich also ein Artesunate-Fan geworden. Und hier haben wir gezeigt, Artesunate macht auch DNS-Schäden. Wir sehen hier Röntgenstrahlen, DNS-Schäden. Und hier Artesunate ganz anders. Es ist wie eine Neutronenbombe, immer mehr DNS-Schäden gemacht. Auch Doppelstrangbrüche, die wir auch vorhin gesehen haben. Und diese kann man hier wiederum messen. Das heißt, wir können sehen, dass wir Artesunate kombinieren mit Temozolomid, um diesen Weg hier auch zu blockieren und mehr Doppelstrangbrüche herzustellen. Und das wird auch gemacht. Und hier sehen Sie, dass wir tatsächlich auch zeigen, Artesunate verstärkt die Temozolomid-Wirkung durch Hemmung der homologen Regeneration und sogar der Tumorseneszenz. Dafür gibt es Daten, dass Artesunate dieses hemmt. Das ist also ein vielversprechendes neues Drug möglicherweise in der Tumortherapie, sodass wir sozusagen TCM plus klassische Zytostatika möglicherweise in Zukunft recht gut kombinieren können. Artesunate ist heute First-Line-Drug in der Malaria-Therapie. Ich will das nicht weiter zusammenfassen. Ich glaube, dass der Eindruck schon rüberkam, wie wichtig dieses Reparaturenzym ist und wie man aus einer zunächst anwendungsfreien, völlig wertfreien Entdeckung der Adaptive Response, das Wort Spielereien, wenn Sie so wollen, an Bakterienkulturen zu extrem wichtigen Anwendungen in Therapie und Prophylaxe gekommen ist. Das ist das Institut für Toxikologie. Ich habe ja viele eigene Ergebnisse hier und Arbeiten vorgestellt. An dieser Stelle allen meinen Mitarbeitern herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit auf viele Arbeiten an diesem Thema und auf diesem Thema. Es war nicht immer so happy, wie das Bild scheint zu suggerieren, sondern es erinnerte mich manchmal, wenn ich zurückdenke, an die Wolga-Treidler. Also es ist Wissenschaft, es ist Leistungssport und es ist eine harte Arbeit. Und es war ein langer Weg, der auf diese Weise zurückgelegt wurde. Und das werden alle Forscher, die auf diesem Gebiet sagen, noch tätig sind, auch bestätigen. Und damit möchte ich
mich auch nochmal speziell bei den Doktoranden bedanken, denn sehr, fast alles immer ist daraus eine Doktorarbeit geworden, wie hier der Jochen Lips, der an Messmitch-Reparatur auch gearbeitet hat. Und damit möchte ich gleichzeitig überleiten auf Herrn Sachse, der viele unserer Doktoranden auch in der Fakultät, in der naturwissenschaftlichen Fakultät mit betreut hat. Dankeschön, damit bin ich am Ende für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin jetzt